Ob dieser Gaskocher was taugt, wir testen heute den Fire Beetle Stove von Robens für euch. Bei dem Fire Beetle Stove von Robens handelt es sich um einen Gaskocher und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. Er wird zusammen mit einem kleinen Packsack geliefert und kostet etwa 40 Euro. Beim Auspacken fällt auf, dass er ein angenehm kleines Packmaß besitzt. Die drei ausklappbaren Füße sorgen für einen stabilen Stand, sodass kleinere Erschütterungen dem Kocher nichts anhaben können. Beim Fire Beetle wird das Gas über einen Metallschlauch zum Kocher geleitet. Die Gaszufuhr selbst erfolgt über ein Schraubventil. Das bedeutet, dass auch nur Kartuschen mit einem solchen Gewinde verwendet werden können. Stechkartuschen oder Kartuschen mit Bajonettventil können also nicht verwendet werden. Für den Betrieb muss der Gasanschluss auf das Gewinde der Kartusche gedreht werden und der Kocher ist dann einsatzbereit. Die Gaszufuhr selbst lässt sich dann stufenlos über ein Rädchen regeln. Also dann wollen wir doch mal schauen, wie schnell der Kocher kaltes Quellwasser zum Kochen bringen kann. Nach exakt 8 Minuten fängt das Wasser an zu kochen. Dafür, dass wir sehr kaltes Wasser verwendet haben und keinen Deckel zum Kochen hatten, ist das Ergebnis ganz zufriedenstellend. Alles in allem haben wir also einen kleinen praktischen Kocher ohne viel Schnickschnack, aber dafür mit guter Brennleistung. Wer sich für den Kocher noch genauer interessiert, der schaut mal in die Videobeschreibung, denn da haben wir ihn euch nochmal verlinkt. Viel Spaß beim Stöbern und bis zum nächsten Mal.